Und hiermit melden wir uns zurück, Leute, zu einem weiteren Part von Fire Emblem 7 und wir fangen gleich das neue Kapitel an, nämlich Kapitel 22, die lebende Legende. Ja, die Wüste von Nabata. Wo liegt sie denn? Ach, da. Ein Ödland beherrscht von sengender Sonne und frostigen Nächten. Kein menschliches Leben wird hier geduldet. Jeder, der sorglos genug ist, sich seiner Umarmung hinzugeben, ist dazu verdammt, auf ewig in den sandigen Weiten umherzuirren. Ufa, der Markus von Ositia sprach von einer lebenden Legende. Geführt von seinen Worten macht Eliwood sich in die Wüste auf. Oh mein Gott, das wird bestimmt voll hart für Eliwood. Damit haben wir Kapitel 22, die lebende Legende. Und wir sind hier in der Wüste und jemand läuft ganz schön langsam. Das ist Nils, ne? Das ist Nils, ja. So heiß, ich verdurste. Ey, möchtest du, dass ich auf dem mal um meinen Rücken trage? Wie? Siehst du mich so an? Solche Güte von euch überrascht mich, Lord Hector. Leidet schon an Fieberträumen? Was soll das denn jetzt heißen, Mann? Ich hatte nur Angst, dass du wieder zusammenbrechen könntest. Wie vor ein paar Tagen, das hält uns nur auf. Normalerweise seid ihr so brüsk, kein Wunder, dass er verwirrt ist. Hab keine Scheune jetzt, lass ihn dir ruhig helfen. Aber tu, wie die geheißen, Junge. Geil. Ich falle. Ist schon ein geiles Bild. Markus, so süß, ja, sagte, betretet die Wüste und geht nach Westen. Jemand wird euch treffen. Aber noch haben wir niemanden zu Gesicht bekommen. Obwohl wir noch weiter in die Wüste vordringen müssen. Ihr mögt recht behalten. Hier. Was? Die setzt sofort ihren Tribut von dir. Bitte nimm meinen Arm. Ich kann doch nicht. Oh, jetzt komm schon. Also gut, verzeiht bitte. Ja, stimmt was nicht? Es ist eigenartig. Was ist eigenartig? Ihr alle behandelt meinen Bruder und mich so normal. Wir kümmern euch denn gar nichts. Unsere Kräfte, unser Aussehen, wir sind anders als ihr. Es ist das, was dich bedrückt. Was falsch daran, etwas anders zu sein als andere Leute? Wenn ich dich ansehe, sehe ich nicht andere Leute. Ich sehe Ninian. Sie ist ein normales, gütiges Mädchen. Spreche ich jetzt wirklich wahr? Ja. Lord Eliwood. So, jetzt wer ist dann denn? Ich glaube, jemand nähert sich uns. Ist es Lord Pent? Nein, es ist eine Gruppe, die von Ufa von Ositia ausgesandt wurde. Hawkeye wird sie bald finden und hierher bringen. Ha, euer Gefährte durchkämpft noch immer die Wüste. Dann hat er wohl kein Glück bei der Suche nach dem, was er zu finden hat. Nein, ich glaube, er wird es schon bald gefunden haben. Allerdings hat er sich auch seine Bande von Banditen in Bewegung gesetzt. Sie haben Pent aufgespürt und bereiten sich auf den Angriff vor. Oh, das ist... Seid ihr um seine Sicherheit besorgt? Nein, Lord Pent kann sehr gut auf sich selbst Acht geben. Wird allerdings seine Rückkehr hier verzögert. Ja. Wollt ihr nicht euer Arm mal ohne uns einnehmen? Ich werde auf Lord Pent warten, aber ihr müsst sicherlich hungrig sein. Lord Alice, was ist los? Ihr seid los, Luise. Ihr seid eine höchst amüsante Frau. Seit Pent euch hergebracht hat, hatte ich mehr zu lachen als in den vergangenen 10 Jahren. Bin euch wirklich dankbar dafür. Hä? Da bin ich mir nicht sicher, ob ich das verstehe, aber es freut mich, euch gedient haben zu können. Übrigens, die Besucher kommen doch aus Lycia, oder? Ich frage mich, was der Grund ihres Besuchs sein mag. Hoher Herr Erzbeiß, ihr seid so blass, fühlt euch nicht gut? Wenn es erst begonnen hat, sich zu drehen, kann niemand mehr das Rad des Schicksals anhalten. Aber solange es Hoffnung gibt, wird es immer wieder Menschen geben, die es weiterhin versuchen. Sie wissen nichts über die Verzweiflung, die ihnen noch bevorsteht. Wir haben gelevelt, wir haben keine Verzweiflung. Und Eliwood? Ninian? Da drüben, dort wird jemand angegriffen. Bist du dir sicher? Ah, das muss es sein. Sieht aus wie ein einsamer Mann und jede Menge Banditen. Lass uns ihm helfen. Ich mag es nicht, jemandem dabei zuzusehen, der versucht, gegen eine Übermacht anzustehen. Wartet, Lin, ich komme mit euch. Hey, zwei. Woher nehmen sie nur all ihre Energie? Unglaublich. Was werden wir denn nur tun? Vorwärts, man muss mit seinen Freunden mithalten, nicht wahr? Oh, guck mal, wer da ist. Maschida, da hat die gütige Seele an die Maschine. Er war ganz allein darauf, uns seine Schätze zu geben. Oho, Paul. Ich glaube, du hättest recht mit Großmüdigkeit. Es hat mich viele Tage gekostet, dies zu finden. Ich habe zu hart gearbeitet, als dass ich dies euch doch die release. Wie unhöflich. Und dabei hatten wir doch vor, euch am Leben zu lassen. Wir sind sehr fragile Kreaturen. Ihr solltet nicht mit unseren Gefühlen spielen. Ihr seid ein böser Mann. Ist er nicht böse, Jasmine? Ich glaube, ich habe dich total verredet, aber okay. Oh, Paul, dem stimme ich zu. Das tue ich wirklich. Mein Herz, ich fühle, dass es in meiner Brust zerbricht. Ach, was? Ach, das ist deine, Jasmine? Unsere beiden Herzen, Paul.
Vorwärts, wir müssen ihn davon überzeugen, seine Haltung zu überdenken. Ich hege nicht den Wunsch, euch zu verletzen. So, was? Der Weg kann Karte prüfen. Sehen wir denn schon den Typi? Nein, wir sehen leider nicht den Typi. Das ist die allererste Map, wo wir überhaupt was auf dem Boden finden können. Das soll mal gesagt sein. Ich guck mal nach, wo genau. Ich werde auch alle Gegenstände hier holen. Ja. Zum einen können wir hier zwei Felder von dem entfernt. Hier ein Ozeansegel finden. In den vier Feldern entwickelt Piraten. Dann, ich glaube, es müsste hier sein. So, hier in den vier Feldern finden wir einen Lebensring. Erhöht Konstitution. Also hier in den vier Feldern. Dann finden wir Filler's Might. Also Filler's Might, ich weiß nicht, was heißt Filler's Macht wahrscheinlich. Das ist ein Ring für Ninjen, den sie benutzen kann, hier. Dann wird überlagert Eclipse. Eclipse ist eine dunkle Magie. Ist, glaube ich, Fernkampf. Findet sich hier in den sechs Feldern. Die ich hier mal zeige. Dann Lichtschwert oder Lightbrand. Ich glaube nicht, dass es Lichtschwert heißt. Ist das Lichtklinge oder sowas. Das findet sich hier. Der Tipp kommt auch in dem Haus hier unten. Das neben dem Knochen, neben dem Gebein. Items sind. Und dann gibt es hier noch die Heldenzierde wieder mal. Ja, und das waren eigentlich, glaube ich, alle Items. Ja, wir können noch hier einen Charakter bekommen. Nicht den, der hier rumsteht. Das muss ich leider sagen. Es ist ein anderer Charakter, den wir wahrscheinlich sogar benutzen werden, weil ich einen anderen Charakter nicht so gut gelevelt habe, wie ich es eigentlich wollte. Und ja. Deswegen würde ich sagen, müssten wir eigentlich hier mal gucken. Wir haben zwei Bosse, wie ihr seht. Wir haben einmal Jasmine. Wir hatten natürlich mit Paul was einen Support. Und Stärke 17, der sieht eigentlich relativ gut aus. Und wir müssen ihm den Leitstern stehlen. Weiter geht's. Hier hat gar nichts außer einer Meisterachse, was eigentlich eine sehr gefährliche Waffe ist, wie ich finde. Ja, der Rest hat eigentlich nichts, glaube ich, soweit. Nee. Doch, da. Luna können wir wieder bekommen. Und ich guck mal, wie wir diesen Charakter bekommen können. Ja. Ich guck nochmal kurz. Okay, ich weiß jetzt, wie man ihn bekommt. Ich wusste es zwar auch vorher, aber ich wollte nochmal sicher gehen, weil ich möchte jetzt nicht einfach mit irgendeinem Charakter dahin gehen und sagen, ach, nicht Formation. Und dann sagen, ja. Das geht leider nicht. Dart lassen wir draußen hin. Hier muss auf jeden Fall rein. Dafür geht Oswin raus. Priscilla ist ja entwickelt, ne? Rebecca ist entwickelt, Florina ist entwickelt, Priscilla ist entwickelt, wie gesagt, Zane ist entwickelt. Karnas und Lucius müssen wir leveln. Lynn ist auf Level 20. Hector und Elliewood nehmen wir natürlich auch mit. Wir tauschen ein paar Sachen weg. Du hast alles gut. Du Pons und gibst mal den Speer weg. Florina, gib den Langbogen weg. Priscilla. Hat ihr Feuer noch? Bleibt so. Zane, gib die Mitgliedskarte weg. Lucius bleibt so. Er bleibt auch so. Ninian bleibt so. Du bleibst auch so. Du hast nämlich auch mitgenommen. So, das Schicksal. Rang. Ja, jetzt sind unsere Funks natürlich viel schlechter. Stratege. Ja, wir haben immer noch drei Sterne. Prophetie. Was ist das denn? Eine Wüste? Ja, weißt du, die Grenzen einer alten Frau sind schnell erreicht. Da, ich nehme an, du willst auch noch eine Weissagung. Das heißt 60 Gold. Sand, Sand, und nochmal Sand, Sand, du weit das Auge sieht. Auf dem Rücken eines Pferdes wird es nur langsam vorangehen. Bringe jene, die über den Himmel gleiten können, aber allem die Pegasus-Ritter. Magie wird das Zünglein einer Waage zu deinen Gunsten ausschlagen lassen. Magier, Mönche, Schamanen. Unterstütze deine Streitmacht durch jenen Gelehrten. Ansonsten kann ich nicht sehen, aber vielleicht möchtest du nochmal hören. So, ich habe gerade was vergessen. Nein, ich möchte eine Einheit auswählen. Wen können wir denn zu Hause lassen? Zane, wie gesagt, Zane ist in diesem Kapitel nicht gut, auch wenn er sehr helfen würde. Aber wir brauchen diesmal Heft. Wir müssen Heft trainieren. Das ist wirklich der Fall. Wenn diesmal nee, ich möchte noch irgendwas tauschen. Das, was Heft hat, ist scheiße. Muss ich einfach mal so sagen. So, er kann ja nur Lanzen. Nehmen wir mal die Stahllanze und eine Meisterlanze. Und Kurzspeer. Na, und du nimmst dir noch ein Heilmittel oder was auch immer hier gibt. Gibt's hier noch was? Hier gibt's ein Heilmittel. Gibt's hier noch irgendwas, was wir verkaufen können? Wir haben so viele Heldenzieren bald. Lichtrune Mine können wir verkaufen, aber das machen wir ja später.
So, wir haben jetzt, wir konnten die Karte. Karte ansehen. Wie gesagt, hier sind ein paar Einheiten. Wir machen sofort Formation, weil Ellie Woods muss ja da bleiben. Du kommst nach hinten. Du kommst nach oben. Und auch ein Magier kommt nach oben. Und Magier können sich übrigens auch gut bewegen über Sand. Alle anderen Einheiten werden sehr eingeschränkt. Ich glaube, die können sich nur 3 Felder bewegen. So. Ja, speichern wir schnell. Wir speichern hier über Blutsbande. Und fangen gleich an. Merlinus erreichte Level 15. Ja, wir retten Merlinus allein. Eigentlich finde ich sie sehr faszinierend. Ja, fixe Peters Ödland von Abad, das ist wie ein Stück vom Paradies für Adepten der Magie. Viele Geschichten erzählen von den magischen Artefakten, die unter diesem Sand ruhen. Ich werde meine Augen nach ihnen offen halten. Natürlich werde ich aber auch kämpfen. Da haben wir es auch wieder einen Tipp gehört. Mal gucken. Hä? Mach den kalt. Okay, kein Crit. Schade. Wir können eigentlich mit Ninian in mir singen, wenn wir Ninian in die Nähe gestellt hätten. Was nicht der Fall ist. Nee. So, jetzt müssen wir die leider alle besiegen. Einmal Blitz. Also zweimal Blitz, aber... Ihr seht schon, wir sind sehr stark und Dingens Kirchens ist nicht sehr stark. Wir müssen auf jeden Fall den besiegen wir dann doch mit. Nee, können wir nicht. Scheiße. Wie weit kommt denn du? Du kommst überhaupt nicht weit. Sie können sich, wie gesagt, bewegen. Stahlbogen. Kriegerbogen. Kriegerbogen. Ein Treffer. Wow. Sie hat einfach so einen Riesenbogen. Nee, das passt gar nicht. Wie ich finde. So, gehen wir mit Kanas auch hier hin. Wir machen Flux. Und Flux und weg. Und weg bist du, Rowdy. Kanas kriegt kein Level ab, war klar. Kann nicht dahin. Kann auch nicht dahin. Kommt so weit. Wir tanzen mal Priscilla an. Ich hoffe, sie zählt als... Na, sie hat ein Pferd. Ich dachte, sie zählt als Magierin, aber sie hat ein Pferd. Sie ist eine Valkyrie. Fuck, fuck, fuck. Aber es passt. Wir müssen auf jeden Fall ihr Element Magie leveln. Weil sonst schaffen wir auf keinen Fall, sie weiter hochzubringen. Und wie weit bist du denn schon? Ach, du hast schon einigermaßen. Mit Elliewood gehen wir hier runter. Ganz straight. Mit dir auch. Weil Diebe finden alle Items sofort. Eisenschwert ausgerüstet, ja. Lin wartet. Und du gehst auch mit Elliewood mit. Ja, die können sich alle nicht gut bewegen, außer die Magier. Ich glaube, die Gegner finden das auch nicht. Und da ist auch, den habe ich nicht gezeigt, den werde ich gleich zeigen. Und ihr seht schon, er ist ein bisschen stärker. Ein bisschen. Das wäre auch mein favorisierter Elementmagier. Pent, das ist Lord Pent. Er macht auch keinen Schaden, er kriegt auch kaum Schaden. Wir müssen auf jeden Fall mit irgendeiner... Okay, er doppelt sogar. Mit irgendeiner berittenen Einheit oder mit einer fliegenden Einheit retten. Am besten einer fliegenden Einheit. Weil er uns einfach Erfahrung klaut. Und das habe ich auch noch nicht gesagt. Dieses Kapitel, dazu gibt es wieder ein super Zusatzkapitel, was man nur bekommt, wenn man 700 Erfahrung sammelt. Ja. Und 700 Erfahrung ist ganz schön viel. Und deswegen habe ich auch Ninian auf jeden Fall mitgenommen. Weil mit Ninian können wir die Erfahrung einfach abarbeiten. Schön, ne? Warum greifen sie ihm alle an, ey? Das ist so dumm. Er wird auch getroffen, aber ich glaube, er kann nicht sterben. Es ist fast unmöglich, dass Lord Pent stirbt. Ah, war mir auch klar, dass du ihn angreifst. Du doppelst wahrscheinlich auch noch. Nee, nicht. Das finde ich ja schon mal schön. Ja, weil ich quasi keine Fernwaffe hat, aber sie kriegt doch keinen Schaden. Und es geht auch vorbei. Wir brauchen eigentlich oben den Magier und den Heiler. Ja, er greift sogar an. So, weg ist er. Ich zeige euch jetzt Pent. Oh, guck mal, wer da ist. Ah.
Eine Einheit. Hier komme ich ran, natürlich. War mir sowas von klar. Und Purgativheilung für Hef. Das bringt auch eine Menge Erfahrung, nämlich 35 oder so bei unentwickelten Einheiten. So. Oh, nur KP, schlecht, Bristler, schlecht. Warum ist gerade Hef da ungeflogen? Egal. Wir versuchen es nochmal mit der Meisterlanze. Ja. Wir wollen nämlich mit Hef eigentlich die meiste Erfahrung kriegen. Weil er einfach die meiste Erfahrung dadurch kriegt. Wir könnten jetzt auch... Nee, wir könnten nicht. Jetzt Falkenritterin geht auf jeden Fall zu Lord Pent. Du kommst ja eh nicht dahin, oder? Nee. Dann hauen wir auf dem Weg noch dich um. Mit dem Eisenschwert. Wie gesagt, Pegasus-Ritter haben eine sehr hohe Resistenz. Und aber eine geringe Stärke. Und die Wyvern-Ritter, die haben eine sehr hohe Verteidigung und sehr hohen Angriff. Wie weit kommst du? Wie viel? Du hast Bewegung 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reicht. So. Wie weit kommen denn Linien? Linien kommt so weit. Linien kommt wirklich so weit. Machen wir das so. So. Yeah, wir werden betanzt. Und so kriegt Ninian ihren Level ab. Wir sollten sie ungefähr 4-5 Level hochbringen. Das heißt, sie ist jetzt ein Level hoch. Das sehe ich schon als Level. Und jetzt reden wir mit Hawkeye. Wer seid ihr? Ich bin wohl Hawkeye, der Verteidiger dieser Wüste. Verteidiger? Einer Wüste? Ich werde die Banditen vertreiben. Gäste sollten nicht kämpfen müssen. Bitte warte, Gäste? So, wir haben Hawkeye. Hawkeye ist die Entwicklung sozusagen eines Piraten, nämlich ein Berserker. Nein, Hawkeye ist eine sehr gute Einheit, wie ich finde. Da wir Dart, wie gesagt, nicht gelevelt haben, nehmen wir jetzt Hawkeye, weil der sozusagen die entwickelte Version von Dart ist. Und eigentlich auch sehr gute Werte hat. Hat 50 KP, er ist eigentlich unantastbar. Hier müsste eigentlich... Nein, ist hier. Shit. Na, gehen wir mit dir mal hier rauf, mit der Stahlachs und kriegen dich. Vorbei? Ist nicht dein Ernst. Okay, wir haben ein Problem. Okay, kommt dran. Der doppelt sogar. Okay, sieht auch geil aus und crittet sogar. Okay, sieht irgendwie wie eine Frau aus, wegen seinem Zopf. Ja. Die gehen oben lang. Leider geht das nicht. Deswegen gehen wir unten lang. Mit allen Einheiten. Wie weit kommst du denn? Jasmin-Tee oder was? Bist du Jasmin-Tee? Ja, du bist Jasmin-Tee. Du bist hier hin. Du kannst eh überall hin, wo du willst. Solange es nicht schräg von hier ist alles gut. Ja, muss da alles gut sein. Und damit enden wir diese Runde. Wir holen uns natürlich erstmal alle Sachen. Oh. Oh. Fuck. Okay, das ist ein Crit. Pent, du darfst nicht mehr getroffen werden, sonst stirbst du. Bitte triff nicht mit. Ach gut, hat nicht mal Schaden. Wie gesagt, wir müssen Lord Pent retten. Auf jeden Fall. Na, fliegenden Einheit. Bist du behindert? Ja, er ist behindert. Weg, Beste. Ah, Lord Pent retten wir auf jeden Fall. Wir müssen ihn heilen, auf jeden Fall, wie gesagt. Oh, jetzt kommen sogar noch gegnerische Einheiten. Oh, wir kommen sogar ran und können ihn retten. So. Wie gesagt, ich gucke nochmal nach, wo gibt's denn diese tolle Sache? Genau, zwei Felder daneben. Bedeutet, wir gehen mal ein bisschen weiter mit ihm hier hin. Und wir hätten das Ozeansiegel. Wie gesagt, Ozeansiegel entwickelt Piraten oder Seekämpfer. Ja. Mal gucken, was würdest du denn für Schaden machen?
Glanz. Jasmin-Tee wäre fast weg. Aber wir müssen dir, wie gesagt, was stehlen. Nämlich den Leitstern. Ich möchte nur noch mal gucken, wie viel Schaden willst du machen. Nicht viel, und du kannst du überhaupt nicht ran. Gehen wir alle Runden lang. Alle Runden. Hector braucht Heilung. Nicht in den Hector. Der sieht irgendwie voll komisch aus als Valkyrie, wie ich finde. Und ja. Damit ist Hector voll toll geheilt. Da kriege ich kaum Erfahrung mit. Finde ich ja gerade nicht toll. Okay, kann weiterlaufen als andere. Weil er halt in dieser Wüste aufgewachsen ist, sozusagen. Kanas kann nochmal besungen werden. Geil wäre, wenn wir schon Kanas weiterentwickelt hätten, dann hätte er nämlich auch Stäbe benutzen können, weil jeder Magier kann weiterentwickelt Stäbe benutzen oder halt wie sie andersrum Stäbe zu Elementmagie. Oh, du kommst exakt nicht ran und du auch nicht. Finde ich das schon mal richtig nice. Wir gehen natürlich auch noch irgendwie in das Haus da unten rein. Dann kommt auch mal mit. Meisterlanze richtet. Wir können leider nicht auf die Meisterlanze vertrauen. Und warten hier. Okay, wir müssen jetzt drauf vertrauen. Wir müssen jetzt auf die Meisterlanze vertrauen. Ist nicht dein Ernst. Wir müssen den killen, wir müssen den killen. Kommst du ran? Nein. Fuck. Ein Heimwehen mit Purgativ. Es lässt sich nicht anders verhindern, aber er würde zwar nicht sterben, aber ich glaube, Purgativheilung ist immer noch das Beste. Es gibt auch einigermaßen 11 Erfahrungen immerhin. Warum? Ach, egal. Spackt immer am Ende so ab. Wie weit kommst du denn? Gehen wir mit Lucius hier rein. Besuch. Wisst ihr, ich passe ganz allein auf dieses Haus auf. Wisst ihr, wenn jemand so etwas macht? Man muss still sitzen und brav sein. Deswegen bin ich hier. Was meint ihr denn hier? So nach Schätzen, so wie ein anderer Mann? Lasst mich euch ein Geheimnis verraten. In der Nähe der großen Knochen liegt etwas Hübsches vergraben. Ich weiß viel über die Wüste. So, wir haben die tolle Info erhalten, die wir brauchten. Warum hat das gerade so hart geleckt oder warum war es so langsam? So, wir warten hier und ja. Und es wird, glaube ich, langsam Zeit für einen kleinen Cut, aber noch nicht. Machen wir. Ach, Mist, ich wollte noch ja Dings bewegen. Dings, genau, Dings. War auch klar, dass du triffst. Das ist ja eh immer, aber wir treffen nicht. Alter, jetzt geht's aber. Jetzt wollte ich es aber wissen. Nosferatu, wie gesagt, alles schlecht. Wir müssen dann Lucius machen. Lucius kommen wir nicht ran. Mach mal das. Nehmen wir mit beiden ein bisschen Erfahrung auf. Wie gesagt, wir müssen Lucius und Vikanas in diesem Kapitel auf Level 20 bringen, wie ich finde. Runen wir ihn weg. Vielleicht quittet er gerade sogar. Nein, macht er nicht. Schade. Welchen Level seid ihr eigentlich, Brodies? Level 9. Da reicht immer noch Blitz. Und wieder ist er weg. Der nächste. Welchen Level seid ihr eigentlich bisher? Level 16, Level 15, ja. Was würdest du mit dem machen, auch wenn er auf keinen Fall angreifen würde? Du bist besser als er, ja? Aber dann würde Rowdy doppeln, der Stahlanzug. Großspeer auch. Wie weit kommst du denn? Gut, dann können wir das machen.
einmal Kriegerbogen und weg. Weg bist du. Yeah. Jetzt triffst du aber bitte. Und mit einem Crit am besten. Ja. Perfekt. Dann brauchen wir dich auch diese Runde gar nicht heilen. Das haben wir meinen Ninjen schon bewegt. Es war jetzt nämlich ein Plan von mir, gab es jetzt. Aber der natürlich nicht aufgeht, wie immer. Nee. So, wir gehen noch mit dem Dieb hier. Weiter warten. Und beenden wir den Rest der Runde. Okay, da kommen noch mehr. So, jetzt war nämlich mein Plan. Wir setzen ihn hier ab. Warten. Heilen ihn hoch. Fuck, ich habe wieder was falsch gemacht. Aber wir können ihn wahrscheinlich auch noch mit anderen Einheiten retten, hoffe ich. Ja doch, du kommst dran. Perfekt, jetzt kann Florina nämlich wieder besungen werden. Und Hocke, wenn Hector es kriegt, kann auch Hector den aufnehmen. Sonst natürlich nicht. Hector. Rette Lord Pent. Gut. Geh hier hin. Luna, Flux, Nosferatu. Ach, Luna und Critte wahrscheinlich nicht, aber gefälligst. Nein. Zu wenig. Aber wenigstens ein Level-Up für dich. Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, bitte Geschwindigkeit. Na, Verteidigung wenigstens. Das finde ich schon gut. Wie weit kommt... Der kommt überhaupt nicht da annähernd dran. Blitz hinweg. Wieder mit einem Blitz. So. Lucius ist Level A. Zu Level 17. Oder? Ja. Er hat auch eine hohe Geschwindigkeit, wie ich sagen muss. Ich mag diese Musik. Wow, 36. Messerbogen. Was zur Hölle? Sie würde Jasmin auf jeden Fall besiegen. Denke ich mal. Jasmin-Tee ist bevorzugt. Bei diesem Angriff, wie ich das jetzt gerade sehe, ist das halt so. Du gehst auf jeden Fall hier hoch. Hawkeye kommt mit. Und sie kann auch mal fliegen. So, warte. 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 Ja, lauft ruhig in die Richtung. Wir brauchen einen, der hinten bleibt. Stab Heilung. F. So, du bist geheilt und bist wieder voll. Stell mich hier hin, mach Item. Kurzspeer. Weil der Kurzspeer Reichweite 1 bis 2. Wie weit kommst du denn? Ist mal weg. Gut, das passt schon mal. Investieren. So. Investieren. Blitz. Blitz. Und wartest. Investieren. Wartest. Du musst hier mindestens. Da schaffst du sogar. Warten. Wie weit kommst du nochmal? Ich muss die ganze Zeit nachgucken. Dann wartest du und wir beenden diese Runde. Du greifst auch an. Okay, aber du machst wenigstens keinen Schaden. Treffer. Und das ist auch ein Treffer. Weg bist du. Lusch, das ist so gut für dich. Waffenlevel erhöht. So, auf jeden Fall der Dunkelmagier noch, der auch keinen Schaden macht. Auch gar keine Trefferwahrscheinlichkeit hat, wie ich finde. 24%. Warum kannst du nicht critten beim ersten Schlag? Jetzt crittest du, oder? Nee, Glück gehabt. Lucius kriegt sehr viel Erfahrung. Ja, genau. Vorbei, ist nicht dein Ernst. Mann, ey. Aber
Ja, wir sollen alle Gegner besiegen. 224, weg bist du. Tot. Level up. Geschwindigkeit. Ja, ist schon geil. Und Resistance ist auch geil. Hm, wie viel Schaden machst du denn? Du machst 12 Schaden. Okay, dann probieren wir jetzt so aus. Du triffst wenigstens. Du triffst. Au. Gut. Das ist nicht gut eigentlich, aber es ist einigermaßen okay. Hef kriegt endlich mal sein Level up. Level up. Ja, ist ganz okay. Geschwindigkeit wäre schön. Ihm müssen wir wahrscheinlich die Geschwindigkeitspille sozusagen geben. Nein, Feuer will ich nicht. Ich möchte Stab. Heilung. Hef soll den besiegen. Auch wenn jetzt wahrscheinlich ein Angreifen wird, weil er keinen Langspeer mehr hat. Aber kriegt ganz schön gute Heilung, wie ich finde. Sla halt. Flux ausrüsten. Warten. Der Flattermann ist weg. Gut, dann gehen wir hier hin. Hawkeye kann sich auch bewegen. Linien, geht auch mal mit. Jetzt habe ich natürlich nicht für niemanden gesungen, obwohl ich das hätte tun können. Nicht für Eliwood. Wir müssen nämlich jetzt wirklich singen ohne Ende. Wer kann sich denn noch bewegen? Lucius. Oh, wir hatten Lebensring. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hier ist der Lebensring. Wie gesagt, Konstitution oder so. Ja, Konstitution. Das geben wir gleich mal Florina. Ich habe es schon geplant. Wir verwenden den Lebensring. Und jetzt ist Florina so gut wie unbesiegbar. Jetzt hat sie nämlich eine sehr hohe Konstitution. Das ist ein kleiner Unterschied, oder? 2 Schaden und 13 Schaden. Dauert zwar lange, aber es passt. Ach, der greift noch einmal an, aber dafür kann er nochmal angreifen nächste Runde. War klar. Triffst du auch? Ja, du triffst. Nicht gut. Langspeer? Nee, Kurzspeer. Kurzspeerangriff. Chris, mit 4%, aber du schriftst Chris jetzt nicht mit 32, was soll das? Mein Gott, Hef, mein Gott, Hef, mein Gott, Hef. Heilung für Hef. Hat weniger KP als Priscilla, das ist erschreckend. Naja, okay, er ist auch eine Stufe niedriger und viel weniger Level hat er. Von einem viel geringeren Level. Minion tanzt für Eliwood. Da ist wirklich der Tanz immer so langsam gewesen? Daran kann ich mich nämlich nicht erinnern. Jetzt machen wir gleich einen Synchronisations-Cut, sobald der Gegner wieder dran war. Und ja, jetzt machen wir Ende. Ach so. Ach, ich habe vergessen anzureiten. Egal. Wie gesagt, gleich kommt ein Synchronisations-Cut. Wir müssen übrigens dieses Kapitel in 9 Runden schaffen, wenn wir wirklich so ein Ranked-Dings machen sollten. Wir wollten, keine Ahnung. Aber das machen wir nicht. Ich habe ihn jetzt extra Flux gegeben, weil ich dachte, der macht doppelt mit Flux. Arcanas. Was er anscheinend nicht tut. Doch, er doppelt den zum Beispiel. Den Rowdy doppelt der. Mann, wie viel Erfahrung kriegst du denn jetzt, Karnas? Okay, ganz okay. So, ich würde mal sagen, ich mache jetzt einen kleinen Synchronisations-Cut. Bis gleich.